die Orientierung verloren. Wo müssen wir lang? Folge dir einfach. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich sehe mich hier genauso um wie du. Okay. Warum gehst du immer davon aus, dass ich sowas weiß? Weil du mit der Karte zurechtkommst und einen besseren Orientierungssinn hast als ich. Da lang auf jeden Fall nicht. Ein Wasserfall, okay. Aber ist hier sonst noch irgendwas? Oh, hier könnte man sich durchquetschen. Habe ich Batterien eigentlich? Nee, ich glaube nicht. So, also hier könnten wir uns durchquetschen. Das geht auch ungefähr in die richtige Richtung. Dann gehen wir doch dahin. Ja, ich wollte nur auf dich warten. Ich komme doch. Wenn ich wieder absolut keine Orientierung hatte. Ich höre schon wieder Böses. Das war ein Töten, Thomas. Was ich da gehört habe. Ja. So, also. Ein Töten, Thomas und mindestens zwei kleine. Kann ich da hinten erkennen. Er kommt! Nicht in die Enge lappen lassen. Wenn du den Mutanten ausweichst, immer rennen. Immer sprinten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du wirklich sprintest. Das sieht zumindest nicht danach aus. Nein, tue ich auch nicht. Tröten-Thomas ist schon mal tot. Ich bin so stolz auf dich. Hier hängen die alle wieder so ein bisschen halbherzig rum.
Hab einen Job gemacht. Ist der Weg, den ich will? Nein, eigentlich nicht. Gibt's denn da was bei dir? Ich gucke gerade, aber eigentlich ist das nicht der Weg, den ich gehen wollte. Ich wollte eigentlich in diesen Tunnel, der so ein bisschen weiter nördlich ist, wenn du auf die Karte guckst. Aber jetzt bin ich halt schon mal hier, ne? Ich glaube, ich bin in dem. Nee, bist du nicht. Aber eventuell ist die Darstellung dieser Karte nicht ganz so akkurat, wie sie sein könnte. Ich glaube, ich bin doch in den Tunnel. Ich bin in den Tunnel, in den ich rein wollte. Ich glaube aber, ich gucke mir jetzt tatsächlich erstmal das Öffnen des Artefakts an. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist das Ding, was auf diesem... Das ist das Ding, was auf dieser einen Kinderzeichnung drauf war. Beim Zeltlager da. Das, was die da als Artefakt bezeichnen. Ah. Hier kann man sich durchquetschen. Das führt auch wieder nach draußen. Hattest du die Kassette auf dem Boden da hinten gefunden? Ja, Kassette 5. Aber hier geht's nicht weiter. Das hier ist eine Sackgasse. Das ist nicht der Weg, den wir brauchen. Hier ist noch ein bisschen Dynamit hier draußen, falls du noch mal brauchst, aber... Nee, ich hab ja... Ansonsten geht's da nicht weiter. Also ich habe zumindest keinen Weg gesehen, dass es irgendwie weitergeht. Man kann sich da zwar links wieder so ein bisschen dran langhangeln noch, aber das führt nirgendwo hin. Ich wollte mir das auch noch mal angucken. Ich sag's dir ja auch noch. So, na gut. Dann den Weg weiter folgen, da unten würde ich sagen. Dann müssen wir durch das Wasser da rein. Wenn du auf die Karte guckst. Ja. Kann nur noch das Wasser sein. Weil diese beiden Eingänge, diese Höhleneingänge, die wir da nördlich am Krater haben, das sind die, wo wir da an diesem Zeltlager vorbeikommen. Ne, da waren ja zwei. Ja. Und bei dem anderen waren wir gerade erst gewesen. Also muss es der sein, der hier durchs Wasser führt. Der dann in den Krater führt. Würde ich sagen, oder? Und da kommen wir ja theoretisch hin. Naja, auf jeden Fall befindet sich südlich von uns irgendwo ein Ausgang. Das ist ja ganz in der Nähe von unserem Lager. Dann können wir uns erstmal wieder restocken. Hm. Also hier den Weg weiter.
Ich hätte es echt cool gefunden, wenn wir da jetzt tatsächlich den Weg gefunden hätten. Aber es hat halt gerade noch nicht sollen sein, ne? Hast du den Weg gefunden? Oder was machst du gerade? Wenn das der Weg ist, wo ich kriechen muss, dann habe ich ihn gefunden. Was? Kriechen? Bin ich jetzt an einem anderen Weg gegangen als du? Nee, ich dachte, du bist... Bin ich gekrochen? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gekrochen bin. Ich habe hier auf jeden Fall einen Ausgang. Ja, also ich habe den Ausgang gefunden jetzt hier. Okay, so. Jetzt einfach ein Stück nach Süden, dann sind wir schon zu Hause. Dann können wir uns neu gruppieren. Jo. Wenn ich das in dieser Höhlenkarte eben richtig gesehen habe, dann ist die Höhle, die wir tatsächlich brauchen, die, die am nächsten an unserem Lager liegt, oder? Anscheinend. Auf jeden Fall haben wir jetzt relativ viele unterirdische Wege uns eröffnet, ja, wo wir uns nicht mit den Patrouillen rumschlagen müssen. Hallo, da drin ist. Home sweet home. So, die große Frage jetzt natürlich, wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Sollen wir jetzt erstmal uns mit den mit diesen drei Ozean-Dingern beschäftigen oder? Ja. Da wäre ich ehrlich gesagt für. Ja, vorher nochmal abspeichern. Ja, definitiv. Moment. Ich hab Schluck auf. Oh, bei. Da war doch wieder mal nix. So. Na gut. Das heißt nach Südwesten. Kannst du bitte nicht wieder ohne mich loslaufen? Ich hab doch mal so einen schlechten Orientierungssinn. Blip. Hast du denn alles, was du brauchst? Ich glaube, ich möchte mir noch ein bisschen Knochenrüstung machen. Dann mach dir, oder alternativ, nimm dir doch einfach die vom Ständer. Na gut, mach ich gleich. Deine Bomben hast du übrigens alle hier hingelegt. Ja, ich erinnere mich.
Ich gehe runter zum Strand. Okay. Mir gerade eingefallen ist, was sinnvoll ist, wenn wir zu diesen Wasserdingern wollen. Meine, wofür haben wir denn dieses scheiß Boot gebaut, ne? Ja. Wenn wir zumindest nicht die ganze Strecke schwimmen, das ist dann vielleicht nicht ganz so gefährlich. Heute regnet es wieder relativ oft, ne? Ja. Autsch. Ja, wenn ich so die Gelegenheit kriege, unsere geile Rutsche noch mal zu benutzen, dann sind vielleicht ein paar Schildkröten da. Können wir noch ein bisschen rohes Fleisch mitnehmen, obwohl rohes und getrocknetes Fleisch nehmen den gleichen Slot ein, ne? Ja. Hast du getrocknetes Fleisch dabei? Nein. Okay, dann kannst du rohes Fleisch mitnehmen. Ich habe viermal getrocknetes Fleisch dabei. Auf den Kopf zielen, ne? Versuche ich ja. Aber irgendwie. Was hapert denn heute hier bei mir? Geh weg! Ich mach das alleine! Ja, hier liegt auch einer. Hier ganz viele raus. Segel setzen, alle an Bord. Skipper, bereit? Ja. Bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ist das die richtige Richtung? Ich kann es nicht erkennen und ich kann mich nicht bewegen und gleichzeitig die Karte aufhaben, aber warte, du könntest gucken, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. Unten links ist das erste, was ich ansteuern will. Ich sehe nicht, was du ansteuern willst. Wo ist denn da eine Höhle? Na, unten links? Auf jeden Fall bist du gerade irgendwann ein Hai weggefahren. Weiter. Ach, da unten links. Ganz links, links. Ja, unten links halt. Okay, ja, dann bist du richtig. Sieht gut aus. Alles in Load auf dem Boot. Alles in Buddha auf dem Boot. Buddha auf dem Kutter. Da, 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 da. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Hallo. Hallo. Ja, jetzt geradeaus. Ich habe ein knallpinkes Gummiboot. Halt dich noch mal ein bisschen weiter links, bitte. Und dann steuern wir auf den Anker zu. Keine Ahnung, ob es da irgendwas gibt. Sag mir gleich mal Bescheid. Der Anker, der ist da rechts. Oder nicht? Okay. Gibt's da was? Nee, ne, den brauchen wir auch nicht, ne? Einfach nur eine Sehenswürdigkeit, meine ich. Okay. Dann bitte etwas rechts halten. Ja. Noch ein Stück rechts.